Ja, hallo, natürlich, meine lieben Freunde. Und damit darf ich jetzt noch eine Folge von Let's Play Digimon Story Cyberschluss begrüßen. Wir haben in der letzten Folge diese Quest beendet, haben einen neuen Digitiv-Franzine, Spitzen-Cyber-Detektiv und Hype. Du hattest ja ganz schön was angebracht, das hast du dich verdient. Und wir können jetzt zusammenkommen und unter den Scheißmann digitieren. Yay. Nächste Herausforderung. Du musst ziemlich schlau sein, ich habe ja noch mehr Herausforderungen für dich. Kannst du die hier besiegen? Bestimmt! Wer kommt denn jetzt? Ach, es gibt jetzt, Ich glaube, es gibt jetzt eigentlich nur noch Alphamon, Omegamon und wer ist der letzte? Komm, Galamon. Valhalla-Server! Hey, was ist hier nicht so los, so im Digital-Land so? Oh Gott, ganz viel Zeug. Oh mein Gott, spam mich halt zu! Okay, ja. Ochsenberg, ja. Fingerabdruck, Makrele. Schnellfisch. Geistergestattet zuerst in Kavloon, das war... Ne, die Geistergestattet ganz am Anfang, das war Agumon dann. Hey, was magst du so? Ich mag deine Mutter. Welches Digimon hat eine Blüte auf dem Kopf? Palmon. Kein Zuckermann und kein Wuppmann. SP-Zusatz, ich habe mir noch nicht anders gewöhnt, juckt mich nicht. Warum fragst du mich ja nicht mehrmals die gleiche Frage? Was ist los mit dir? Wer hat kein Schwert? Vidramon. Ne, Vidramon hat kein Schwert. Digimon Kabuki. Soll gerade angesagt sein. Okay. Gosh, labert der viel mit mir. Gib her. Kann ich nicht irgendwie erhöhen? Ermitteln. Ne, das passt schon. Aber wir geben mal ein bisschen Zeug. Gut, haben wir da mal noch vorbeigeschaut. Dann auf zum Valhalla-Server. Valhalla. Na, yo. Valhalla. Aber oh, wir dürfen wieder laufen, das heißt, es kommen wieder unsere zwei Digimon raus. Du brauchst mehr Kampf. Go! La 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 la. We all live in a yellow submarine. Mama mo. Warum kommen die zuerst dran, die überhaupt keinen Damage machen? Aua, Hilfe, das hat so weh getan. Rudenwald! Tschüss. Natürlich daneben. Dann wohnt dich jetzt halt hier, Leomon. Fuck you. Bye. Warum kämpfe ich das überhaupt? Das ist eigentlich Zeitverschwendung, theoretisch. Der Weg ist so unnötig weit, oh yeah. Eine Ebene tiefer. Einfach geradeaus durch. Easy. Oh Mann, ich hab gedacht, wir können schon sehen, wer da unten steht, aber tun wir noch nicht. Ich bin echt gespannt, wer da kommt, weil ich weiß es gerade echt nicht. Ich glaube, das könnten sogar Omegamon und Alphamon sein. Da müssen wir mit Dateien kämpfen. Ich mag das Geräusch, ey. Ah, sie sind immer nicht da. Gosh, ist das spannend. Welches Digimon wird kommen? Wen müssen wir besiegen? Es ist so spannend. Oh ja. Oh ja, spannend. Ne, jetzt mal ernsthaft, ich weiß gerade nicht mehr, welche Wörter das ist. Okay. Drei wundervolle Digimon.
Bam. Hast du was gegen alle? Einen? Dann mach doch den Put. Bam. Tschüss. Und hast du was gegen einen? Dann töte den da. Sei! Himmelstor! Macht auch gut Damage. Süß. Du hast mir deren Damage gemacht, das heile ich mir wieder. Hol ich mir zurück. Bitch. Yamano Yoko no Namorakane. Wer kommt da unten? Ich bin so gespannt. La 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 long. La 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 long. La 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 long. Die long long long. Epische Musik. So. Die drei zusammen? Ach du Scheiße. Ah, hey! Galamon, Alphamon und Omegamon. Uff, 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 uff. Wir haben. Oh, das sind nicht sogar Virus, Datei und Serum so gemixt. Oh Mann. Es wird echt nur noch kommen bald, ne? 100. 100! Ah. Und er braucht ja eh Level 55 oder so. Und 130 Verteidigung, wenn er braucht, dass er das hat. Jo. Ah, der braucht ein bisschen länger. Wir haben ja irgendwas bekommen, ne? 40.000 EP. Mach mal. Verteidigung, ne? Haben wir ein Item, was Verteidigung gibt? Kam. Ah, nee. Ah! Warte, immer noch 4 Level. Menno. Schade. Bei 130. Ja, das ist Seraphimon. Brauche ich nicht speichern, das weiß ich. Wir haben endlich unser letztes Mega Level Digimon, Seraphimon! Woo! Das war, by the way, tatsächlich der Ziel dieser Quest und wir haben es. Seraphimon, Leute! Geiles Digimon. Oh, nice. Mega nice. Mal gucken, ob wir mit dem überhaupt kämpfen können, weil das halt Level 1 ist, aber. Mal schauen. Ja, alle auf Mega. Geil, oder? Damit können wir doch den drei gegenübertreten. Oh, Junge. Warte. Ich will Seraphimon sehen. 7 Himmelslichter! So heißt nämlich diese Attacke eigentlich. Und ich schlag das 7 Sterne. Oh! Oh, geiles Digimon. Oh. Seraphimon ist ein mega geiles Digimon. Jetzt mal ohne Scheiß. Nice, okay. Gut. Ah, oh, süß. Exvemon und Angemon. Süß. Liebe, diese Attacke ist mal ohne Witz. Das ist schon geil. Feier das sehr. So. Bevor der Kampf losgeht, speichern. Dringendst! Weil. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das schaffen. Oh man. Hi. Als Nerd kann ich keine Herausforderung abnehmen. Wahrscheinlich wäre es ehrenvoll, es zu überdenken und zu unterlassen, aber. Wenn du mich herausforderst, zeige ich keine Gnade. Greif mich mit allem an, was du zu bieten hast. Junge. Ja, der ist Virus, das ist klar.
Last Club Datei. Zweimal Serum, einmal Virus. Dann werde ich mit Virus anfangen. Und dann hole ich meine Virus-Boys raus. Ne, wobei, gegen Serum brauche ich Datei, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich sehe es ja gleich. Fucking Serum brauche ich Datei. Und gegen Virus brauche ich Serum. Jetzt ist die Frage, wen machen wir zuerst down? Wir brauchen hier gegen Serum und da gegen Datei. Der ist gegen Serum stark und die sind gegen Datei stark. Das ist das Fiese an diesem Kampf. Ja, dann kümmern wir uns zuerst. Dann kümmern wir uns zuerst um die beiden. Weil, wenn die zwar. Ja, das macht Sinn. Wir fangen mit Affemann an. Kriegen wir hin, Leute. Kriegen wir hin. Ist okay. Wie überleben wir dann? Gegen Ende dann. Wir legen wir noch. Keine Chance. Also. Datei-Team. Go! Na, oh, geiler Kampf. Autsch. Ich glaube, Dina geht jetzt drauf. Aua. Hör doch mal auf, dran zu kommen. Aua. Oh Mann. Das ist halt auch echt kein einfacher Kampf, was wir hier gerade machen. Oh Junge. Boah, will ich mit dem angreifen? Eigentlich noch nicht, nee. Wir haben noch auch Wiederbelebungsspray, aber ich glaube. Wiederbelebt die erstmal, bitte. Finde ich, dass irgendjemand tot ist. Ich würde dich am liebsten angreifen, Alter, aber die Leute müssen leben. Okay, jetzt bin ich bereit. Natürlich kommen noch mal Galantmon. Ja, egal. Mano! Dürfen wir mal drankommen, ohne dass du uns wohnen? Das ist halt mega fies, dass die halt. Dass da halt zwei Serum und ein Virus ist. Das ist halt mega fies. Ja, egal. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zweimal dran und vielleicht dann nochmal. Jetzt schauen wir mal. Jetzt kommt wieder Galantmon dran. Hör doch mal auf anzugreifen. Ich sehe das halt nicht ein. Ist mir scheißegal, wie ich das noch mache. Sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. So. Alphamon, ich habe dich nicht vergessen. Keine Sorge. What? Du machst zu wenig Damage. Okay. Es hat echt ein Problem. Mit seinem Blitz, das ist halt echt ein Problem. Ich bin gerade stark am Überlegen, ob ich meine Neutralen rausholen soll. Das machen wir. Alles andere hat keinen Wert. Wir müssen unsere Neutralen rausholen. Das hat sonst keinen Wert. Weil der greift ja immer an diesen Down. Das hat keinen Wert. Okay, neue Strategie. Zudem. Ich würde einen Teil draußen lassen. Bina hat vorhin nicht. Wobei der dann. Ja. Ja, bei anderen hat es echt keinen Wert. Okay. Hoffe ich. Sind auch ziemlich tanky eigentlich. Oh je. Yeah. Oder wollte der die auch? Fast. Zuerst mal Dubby wiederbeleben und dann mal irgendwie reinkommen. Ich würde euch gerne langsam mal reinkommen in diesen Kampf. Alter! Wir müssen jetzt halt auch echt langsam am Anfang anzugreifen, das ist sorry. Wenn wir einmal down haben, dann geht's viel schneller. Das müssen wir aber auch mal schaffen. Ich greife mit dem jetzt an, ist mir jetzt egal.
Ja, One-Hit hat ihn. Dieser Blitzchaste ist so fies. Ja, die. Ja, wir. Ja, lass es weiter versuchen. Wo, Junge, auf wen geht? Auf Nino, oder? Nein. Wir bleiben jetzt einfach mal so wie. Leute, bitte, danke. Stirb! Los! Oh Mann. Ja. Das sind halt auch mal die ersten Digimon, die auch angreifen und sich nicht immer nur selbst buffen. Aber ich habe eine Strategie, ich habe eine Strategie für den Kampf. Wir werden in der nächsten Folge dann einfach wieder unsere stärksten Digimon dahinstellen, sprich halt wirklich nochmal Zodemon und Veromon, weil die einfach viel einstecken können, aber halt auch neutral sind, deshalb halt auch nicht mega viel Damage von Galamon gleich bekommen. Und aber Dubby werde ich auch mit hinstellen, weil er einfach viel Damage austeilt, dann, wenn er da mal drankommt. Das werden wir dann in der nächsten Folge schon irgendwie schaffen. Ja, nächste Folge dann aber, Leute. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar, aber da links am Rechten in der Endcard, so spielt's in der Beschreibung. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, das Video zu teilen und einen schönen Tag bis zum nächsten Mal. Und ja, was gibt's noch zu sagen, außer Tschüss, Silly. Tschüss.